Ihr beschwert euch über Steuergelder, doch erzeugt sie selber. Hörst du den Feuermelder? Flüchtlingsheime brennen. Hörst du den Feuermelder? Den Feuermelder. Deutschland ein Freund und Helfer. Ihr beschwert euch über Steuergelder, doch erzeugt sie selber. Hörst du den Feuermelder? Flüchtlingsheime brennen. Hörst du den Feuermelder? Den Feuermelder. Deutschland ein Freund und Helfer. Du guckst brav RTL und liest fleißig die Bild. Bei Facebook aktiv? Sonst bist du eigentlich still. Und nach 2 bis 4 Pilz zeigt sich mal wieder dein wahres Gesicht. Die Fassade zerbricht, denn du magst es ja nicht, dass Asylanten kommen, weil die keiner hier will. Ich bin zwar kein Nazi, aber das dürft man ja wohl mal noch sagen tun. Die erwarten vom Staat Lohn und haben ein Smartphone und dann auch noch Magenschuhe. Dir kann sich so schlecht gehen, warum die wohl weggehen? Nein, kein Verständnis, ich weiß, du verdrängst es nach meiner Erkenntnis. Liegt wohl daran, dass du geistig beschränkst. Die Medien, die freuen sich, weil gut funktioniert, da du die Scheiße frisst, die man als Pudding serviert. Du bist unzufrieden und schießt auf die anderen Hass. Aber glaube mir, keiner von denen kann dafür was. Hey, und Mensch ist gleich Mensch, nimm dir das mal zu Herzen. Denn alles, was ihr zählt, sind die richtigen Werte. Braucht euch nicht zu beschweren, dank den Kindern, die sterben. Denn wer Waffen sieht, wird auch Flüchtlinge ernten. Ihr beschwert euch über Steuergelder, doch erzeugt sie selber. Hörst du den Feuermelder? Flüchtlingsheime brennen. Hörst du den Feuermelder? Den Feuermelder. Deutschland ein Freund und Helfer. Ihr beschwert euch über Steuergelder, doch erzeugt sie selber. Hörst du den Feuermelder? Flüchtlingsheime brennen. Hörst du den Feuermelder? Den Feuermelder. Deutschland ein Freund und Helfer. Ja, Deutschland ist ein schönes Land. Meintest du gestern noch am Dönerstand? Salat komplett und dann ab zu Pegida. Ausländer raus, wir sind das Volk und auch andere Lieder. Dieses Haufen Gesocks klaut unsere Jobs und vernichtet sich selbst. Ist schlicht kriminell, kriegt richtiges Geld und fühlt sich dann noch wie im Hilton Hotel. Für uns Deutsche wird sich ja nie interessiert. Immer werden nur die und nicht wir finanziert. Ey, unser Land hier wird islamisiert. Nie mehr Salami und nie wieder Bier. Doch du projizierst deinen Hass auf die Falschen und willst nicht verstehen, dass ihr nicht engagiert wird bei wichtigen Themen. Aber auf einmal beim Flüchtlingsproblem. Mensch ist gleich Mensch, nimm dir das mal zu Herzen. Denn alles, was ihr zählt, sind die richtigen Werte. Braucht euch nicht zu beschweren, dank den Kindern, die sterben. Denn wer Waffen sieht, wird auch Flüchtlinge ernten. Ihr beschwert euch über Steuergelder, doch erzeugt sie selber.